Dieses Video wird Ihnen präsentiert vom Reisebüro auf dem Rodenhof. Das Reisebüro mit dem kostenlosen Flughafentransfer. Vor dem Spiel gab es eine sehr freundliche Begrüßung der Walldorfer durch ihren Präsidenten und eine kurze Ansprache durch Markus Mann. Was euer Keeper im DFB-Pokal geleistet hat, eine wahnsinnige Nummer. Ich habe es live im Fernsehen gesehen. Es hat mir eine Gänsehaut hergezaubert. Und das kann einfach nur den höchsten Respekt bedeuten, den wir euch zollen können, dass ihr heute hier seid, dass ihr da seid, dass ihr ein schönes Spiel hoffentlich mit uns gemeinsam gestalten wolltet oder wollt. Und dass wir ja einfach das Ganze nochmal mit Ausdruck verleihen, dass ihr das geschafft habt, in diesen DFB-Pokal einzuziehen. Wir hatten diesen kleinen Traum vor ein paar Jahren. Wir sind in diesem Elfmeterschießen damals gescheitert. Der letzte ging leider nicht rein. Sensationell, dass er bei euch reingegangen ist. Markus, überragende Nummer. Schön, dass ihr da seid. Ja, herzlichen Dank. Ich nehme die Glückwünsche natürlich für die Mannschaft stellvertretend und für den ganzen Verein natürlich sehr gerne entgegen. Bedanke mich schon mal recht herzlich. Ist natürlich nicht selbstverständlich, das sollte man auch erwähnen, dass man dann hier so empfangen wird, wie auch schon die letzten Jahre hier. Das waren immer Auswärtsspiele, wo wir gerne hergekommen sind. Und es ist natürlich sehr schön, welche Sympathiewelle wir gerade erfahren dürfen und hoffe, dass uns die auch noch lange tragen wird. Wohl wissen, dass man sich das auch immer wieder erarbeiten muss durch unsere sportliche Leistung, durch unser Verhalten auf dem Platz, aber auch neben dem Platz. Und ich glaube, wenn wir das hinbekommen, kann uns diese Euphorie zu unserem großen Ziel, dem Aufstieg, tragen. Wegen dem nochmal herzlichen Dank für den tollen Empfang und für die nette Geste hier. Hallo. Tobias, war das jetzt eigentlich das zweite Elversberg-Spiel? Nein, also ich denke, wir haben eigentlich alles reingeschmissen. Haben, glaube ich, Chancen für 3 Spiele. Wenn man dann vorne nicht das Quäntchen hat oder vielleicht ja irgendwo ein Stück fehlt, dann macht man halt kein Tor. Und das war, glaube ich, heute ausschlaggebend, dass wir aus unseren 4 Möglichkeiten dann ja nicht das gemacht haben, was wir machen sollten. Ja, und wie war es körperlich? Ja, gut. Im letzten Spiel, also in Elversberg, war es ja klar, ihr wart ziemlich Platz. Ne? Ja, aber wir haben ja, glaube ich, auch gewechselt auf ein paar Positionen und ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass die Jungs auf dem Platz irgendwo müde waren oder weniger laufen konnten, sondern die haben, ja, glaube ich, schon Gas gegeben. War vielleicht jetzt nicht spielerisch das allerbeste Spiel, aber wie gesagt, wir hatten genug Chancen und das ist, glaube ich, heute das Manko, was wir uns auf die Fahnen schreiben müssen. Ja, und das kriegt er wieder hin? Ja, wir sind immer wieder zurückgekommen und das wirft uns jetzt nicht zurück. Klar, ist jetzt erstmal ein kleiner Dämpfer für den Moment, aber ja, wir können es nicht mehr ändern. Wir müssen nach vorne gucken, nächstes Spiel wartet und dann bin ich überzeugt, dass wir da auch wieder die Punkte holen. Ja. Herr Dicke, ist eine große Zeit gehabt, im Waldhof, besser gesagt. 12 Jahre, soweit ich mich erinnere. Ja, so ungefähr, ja. Wie sind Sie denn eigentlich hierher gekommen, nach Waldorf? Es ging über eine Zwischenetappe. Im Endeffekt war ich in Hoffenheim aktiv. Ja. Hoffenheim und Waldorf harmoniert im Endeffekt, wir sind ja Partner. Dadurch wurde hier vor Jahren ein Trainer gesucht, dann habe ich das Traineramt übernommen und bin dann sukzessive irgendwann mal in den Bereich sportlicher Leiter gegangen, um mir den Stress, was heute die 90 Minuten waren, einfach nicht mehr antun zu müssen. Ja, jetzt kommen wir mal auf das Spiel heute. War das so ein typisches nach dem großen Erfolgsspiel vom 1. FC Saarbrücken? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, dass Saarbrücken richtig gut war. Also wir haben riesig, riesig Glück gehabt bei vielen Situationen in der ersten Halbzeit. Wenn da Saarbrücken 1 oder 2 macht, glaube ich, dass es für uns sehr, sehr schwer geworden wäre. Weil es ist ein Unterschied zwischen 1. FC Saarbrücken und uns. Auch von der ganzen Kaderzusammenstellung, von dem ganzen Aufwand, was der FC Saarbrücken im Endeffekt betreibt wie wir. Ich glaube, das hat man nicht gemerkt, dass die Jungs 120 Minuten im Pokal geblasen haben plus Elfmeterschießen. Die haben ein richtiges gutes Spiel abgeliefert, Saarbrücken. Wir hatten heute das nötige Quäntchen Glück. Das brauchst du gegen so einen überdurchschnittlichen Gegner.
Und zum Schluss sind wir sehr, sehr zufrieden, dass wir mit 3 Punkten heute vom Platz runtergegangen sind. Ja. Wie ist denn Ihre Perspektive so jetzt vom Verein her? Gut, für uns zählt sicher nicht diese Ziele, die der 1. FC Saarbrücken hat, in die 3. Liga zu kommen. Auch langfristig nicht. Ja. Ich meine, Sandhausen, Ihr Partner, ja, oder gut, Nachbar hat das geschafft. Ja. Sandhausen, aber wir glauben nicht, dass zurzeit Stand jetzt ist es sehr, sehr schwer mit dieser Mannschaft oder mit dem ganzen Umfeld, sagen wir, 3. Liga in den nächsten 1-2 Jahren zu erreichen. Da muss sich auch noch im Professionellen was verändern. Wir sind alle berufstätig. Ja. Ja, auch die Geschäftsführer haben einen Job. Die sind keine hauptamtlichen Leute hier. Ich ja, weil ich im Vorruhestand bin, also ich habe mehr Zeit. Okay. Aber im Endeffekt sind unsere Geschäftsstellenmitarbeiter alle halbtags. Einer halbtags und andere sind auf Minijob-Basis. Wir haben keine hauptamtlichen Leute hier im Verein. Und wenn man irgendwann in die 3. Liga will, dann muss man irgendwann diese Schritte versuchen, jetzt schon irgendwann umzusetzen. Und das ist zurzeit nicht machbar. Ja, okay. Das ist alles. Darum kämpfen wir uns weiter mit dem Halbprofitum, sagen wir mal das, in der Regionalliga. Gegen solche Gegner wie Saarbrücken oder Elversberg oder die ganzen Saarländer. Da haben wir einfach noch so einen großen Abstand dorthin. Mit der Pressekonferenz nach der Partie FC Astoria Waldorf gegen den 1. FC Saarbrücken. Schön, dass Sie alle dabei sind. Natürlich allen voran die beiden Coaches. Lukas Kwasniok zu meiner Linken, herzlich willkommen. Und Matze auch, herzlich willkommen. Dir Endergebnis 1-0. Der Underdog gewinnt gegen den Pokal-Halbfinalisten. Ja, ich würde sagen, gehen wir gleich rein und hören uns die Stimmen der beiden Coaches an. Und beginnen natürlich mit dem Gästecoach, mit dem Herrn Kwasniok. Also bitte die Stimme zum Spiel. Ja, schönen guten Tag zusammen. Unterm Strich gehen wir eben hier als Verlierer vom Platz. Ich glaube, nicht ganz unverdient, weil Waldorf das auch gut und clever gemacht hat. Und dennoch, wenn man ganz vorne anfängt, dann haben wir, glaube ich, die ersten 15, 20 Minuten ein extrem gutes Spiel gemacht. Wir müssen da schon mindestens 2 Dinge machen. Wir haben Glück in einer Elfmeterszene, die nicht gepfiffen worden ist, aber ein ganz klarer Elfmetervorlag. Ja, und dann, so wie es kommen muss, du hast ganz, ganz viele Eckbälle, der Ball ist dann auch immer mal wieder in der Luft, hast eine Kopfverletzung und das brecht dann so ein wenig den Lauf. Waldorf wittert so ein wenig Morgenluft und das Spiel wird dann etwas wilder. Und trotzdem ist es einfach so, dass wir dann nach dem 0-1, wo wir in 2 entscheidenden Situationen den 50-50-Ball hergeben, in Konter laufen, auf jeden Fall noch 2 hundertprozentige Aktionen haben, um zumindest mit dem 1-1 in die Pause zu gehen. Das haben wir dann nicht geschafft, aber wir haben gewusst, mit zunehmender Spieldauer wird es auch schwerer werden, für Waldorf dann zu verteidigen. Wenn du dann im 4-gegen-1 auf den Torhüter zuläufst, beziehungsweise auf einen Verteidiger, dann musst du natürlich irgendwann auch mal das 1-1 machen, denn dann entsteht nämlich nicht das, was entstanden ist, große Räume, wildes Spiel und dann natürlich auch einige Umschaltaktionen von Waldorf, wo sie früher definitiv auch dann das 2-0 machen können. So ist das Sportlerleben. Wir haben hier, denke ich, wenn ich alle Spiele zusammennehme, in der Liga unsere beste Leistung abgerufen, aber eben auch die wenigsten Punkte geholt. Wie gesagt, Sportlerleben, dazu gehören Siege und Niederlagen. Die Frage ist immer, wie man damit umgeht. Ich glaube, wir werden die Woche wieder gut an Inhalten arbeiten können, damit wir nächste Woche wieder in die Erfolgsspur kommen. Glückwunsch an den FC Astoria Waldorf. Ich bin nicht nur als Trainer des FCS gerne hier, sondern auch privat immer mal wieder ganz gerne hier, weil es ein sehr angenehmer, sympathischer Verein ist, vor dem ich den Hut ziehe, weil sie tolle Strukturen geschaffen haben. Und dazu Glückwunsch zur tollen Runde. Aber ihr hättet uns heute schon ein wenig weniger Stress machen können. Ja, vielen herzlichen Dank natürlich auch für die sehr netten, sympathischen Worte. Ja, und dann würde ich sagen, dann geben wir den Ball zu dir, Matze. Wir freuen uns natürlich über den 3. jetzt Sieg in Folge. Die Mannschaft hat einen Lauf. Wie hast du die Partie gesehen? Erstmal danke für die Glückwünsche, Lukas. Euch nochmal, auch hier offiziell von meiner Seite, Glückwunsch zum Einzug ins Halbfinale. Absolut geiles Spiel, super Leistung. Und ich weiß auch, wie schwer es dann ist, hier dann ein paar Tage später in Waldorf zu spielen. Auch ein Riesenkompliment an eure Fans, so wie ihr heute unterstützt wurdet. Über 90 Minuten, so soll es sein. Es war absolut vorbildlich. Und ja, da habt ihr
sicherlich auch ein Faustpfand dann in den restlichen Spiele. Das, was der Lukas analysiert hat vom Spiel, kann ich 1:1 so unterschreiben. Wir haben ein gutes Spiel gemacht. Wir haben es leider nicht geschafft, früher das 2:0 zu machen, weil einige Umschaltaktionen da waren. Dann hätten wir auch weniger Stress gehabt hinten raus, wenn wir früher das 2:0 machen. Von daher hatten wir heute beide Stress. Ich bin froh, dass wir es gewonnen haben, das Heimspiel. Mit dem dritten Sieg in Folge, glaube ich, sind wir sehr, sehr gut in die Restrückrunde gestartet. Und wie die Jungs, das die Basis ist, dass sie alle 11 mit allem, was sie haben, das eigene Tor verteidigen. Und dass wir nach vorne immer im Gegner weh machen können, das haben wir nicht nur heute bewiesen, sondern auch in den anderen Spielen. Von daher nochmal ein Riesenkompliment an meine Mannschaft. Und euch alles Gute in der Restrückrunde und viel Erfolg im DFB-Pokal. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Matthias, für deine Worte. Gibt gleich eine Wortmeldung. Ich kann gleich, mit Mikro oder ohne, mir ist egal. Ja, am besten mit Mikro, wir machen das. Peter. Die Frage an Lukas Plasniok, wenn man sich die Ligaspiele anschaut. Ich spreche heute speziell mal die Leistung von Fabian Eiseler an, die wir als sehr unterdurchschnittlich gesehen haben. Fehlt vorne der Punch? Ist das die Qualität, die ein Meister am Ende haben muss in der Box? Waren also zwei, drei Aktionen und zweite Halbzeit hier. Da muss ich von einem Regionalligaspieler schon mal verlangen, dass er den Ball irgendwie aufs Tor kriegt. Und wenn man sich die Chancenverwertung auch so ansieht in diesen Spielen, habt ihr für eine Spitzenmannschaft viel liegen lassen. Wird da einer der Inhalte liegen nächste Woche? Also zum einen auf einzelne Spieler in der PK einzugehen, das wird von mir nicht zu hören sein. Punkt 1, Punkt 2. Es gibt mehrere Spitzenmannschaften, meines Wissens nach hat Elversberg ein Tor gemacht in der 93. Minute und beim letzten Spiel keins. Das passiert, dass du das Tor vorne nicht triffst. Das macht keiner mit Absicht. So Spiele gibt es und ich glaube auch, dass die Düsseldorfer uns am Dienstag komplett beherrscht haben, extrem viele Einschussmöglichkeiten hatten und ihnen jetzt Erstliga- oder Zweitliga-Tauglichkeit abzuerkennen, nur weil sie gegen uns dann den Ball mal nicht über die Linie getroffen haben, finde ich einfach schon mehr als, schon auch, ich will nicht sagen, ich finde es unfair, dem Spieler gegenüber eine Regionalliga-Tauglichkeit abzusprechen. Ich glaube, da ist viel zu sehr Schwarz-Weiß-Malerei in dieser Frage. So, haben wir noch jemand, der jawohl, dann machen wir das Spiel nochmal wieder. Ja. Ich war ja der Wahnsinn angesprochen, in Pokalsituationen können Sie ja umgehen. Hat das unter der Woche geholfen, dass man sagt, die kommen mit einer Belastung, da wir mit dem Sieg, wir haben das auch schon ein paar Mal erlebt, allerdings auf der anderen Seite also auch, mit dem Sieg dann ins nächste Spiel zu gehen, in der Regionalliga. Oder ich habe es ganz genau mitgekriegt, wer soll antworten? Also wir. Wie war die Frage nochmal? Nein, ich habe schon zugehört. Ja, fast schon. Ja, wir haben das wenig thematisiert diese Woche. Wir kennen das von vor 2 oder 3 Jahren, als wir im DFB-Pokal waren, da wussten wir, wie schwer es ist dann auch, ich habe es schon eingangs gesagt, 2, 3 Tage später in der Liga zu spielen. Das eine ist das Körperliche, aber das größere Problem ist das Mentale, dass du diese Euphorie dann noch in dir hast und eben nur 2, 3 Tage Zeit hast, dann auch wieder hier im nächsten Spiel anzutreten. Das war sicherlich kein Nachteil für uns. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass meine Jungs, die arbeiten viel den ganzen Tag, die studieren, die kommen sicherlich auch müde samstags teilweise hier an zum Spiel. Von daher würde ich es jetzt nicht unbedingt als Riesenvorteil betrachten. Danke dir, Matthias. Gibt es nochmal